Moin Leute, herzlich willkommen. Wir gehen wieder rein in eine Runde Four Tales. Beim letzten Mal haben wir hier die Mission fertig gemacht. Wir haben auch immer noch Verdacht. Müssen wir auch noch gucken, wie wir den runterkriegen. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen noch an Ruhmpunkte gekriegt. Ich weiß gar nicht, haben wir hier jetzt noch mehr? Nee, ne? Dass wir irgendwie irgendwas machen können, was 2 kostet? Nee, da müssen wir, glaube ich, da ein bisschen sparen, ne? Ein Wissenspunkt haben wir, okay. So, das heißt, wir müssten gucken, wo wir als nächstes hingehen. Nein, nicht Kompendium. Wir brauchen einmal die Weltkarte. Da war noch das mit diesen Seekers Reißzähnen. Das hatte ich nicht verstanden. Befolgt die Anweisung der Jagd von Tiltren, um die Phantomleute zu finden und zu bezwingen. Okay, diese Karte haben wir ja im Inventar. Nördlich der Stellung ein weiterer Leichnam gefunden. Alles deutet auf riesige Wölfe in Sika hin, die wir seit Wochen jagen. Okay. Nochmal nördlich der Stallung. Wir haben hier aber noch keine Stallung gefunden. Ich würde sagen, wir laufen mal hier so rum und gucken mal, ob wir da eventuell was finden. Ne? Proviant haben wir für 6 Tage dabei, das sollte reichen. Ich glaube, wir müssen aber dann hier hoch, ne? Oder? Müssen wir da hoch? Da funkelt was. Das lächelt mich dann immer so an, wenn es funkelt. Aber wir hatten da zwar irgendwie ja beim letzten Mal die Jäger getroffen und haben denen auch irgendwie, sag ich mal, was in die Hand gedrückt, ne? Achso, Moment, ich wollte noch gucken, die hat eine Fackel. Der hat noch keine Fackel, dem wollte ich auch noch eine Fackel in die Hand drücken. So. Rüstung plus 2. Rüstung und Bewegung plus 3. Bleibt gleich, ja, das ist jetzt dann wieder die schlechte, ne? Okay, guck mal, hat es doch schon mal gelohnt. Und was hatten wir noch? Wir hatten irgendwie hier das Stück Seife, Rucksack. Und eines Diebstahls. So, wer war denn hier unser Dieb? Kann ich dem das jetzt? Ja, tatsächlich. Steigender Verdacht verringert. Das ist doch sehr gut. Und dann hat sich das doch gelohnt, sich da auf die Seite zu schlagen. Raufballfeld ist so gut wie wertlos. Okay. Ja, wir laufen mal weiter. Was ist das? Ist das das, was wir suchen? Okay, Geisterwolf und Phantomeber. Und bin mal gespannt, ist das diese Sika, die wir suchen? Oder was ist das hier? Warum gibt es hier auf einmal Geisterwölfe und Phantomeber? Wer ist als erstes dran? Der da unten. Okay. Dann würde ich sagen, verwickeln wir ihn erstmal in einen Kampf. Ich würde sagen, das bringt mir ja nichts. So, okay. Na, mit dir will ich aber nicht fighten. Ich glaube, da fehlt ein Schritt oder was? Okay, Pfeilsalve, kritischer Treffer, greift ein zweites Mal an.
ich 22% Chance, meinen eigenen Mann zu treffen. Okay, ja, nur bei kritischen Treffer greift er ein zweites Mal an. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Wollen wir den mal hier ausschalten? Auch wenn der jetzt nicht unbedingt als nächstes dran ist. Und er macht einfach beiden Damage, ne? Ach ne, Mist, das war der andere, der den Roundhouse-Kick kann, ne? Also den kann ich jetzt nicht angreifen, okay. Gehen wir halt noch einen Schritt hoch. Ah gut, aber die kommen erstmal nicht durch die Rüstung durch. Okay, jetzt habe ich mich selbst damit angezündet. Nicht so clever, ne? Manche Moves von mir. Ich vergesse immer, dass das Feuer halt überspringt. Ich komme da echt nicht bis ganz ran. Hä? Das reicht echt nicht. Kacke. Ja, okay, er geht auf einen Tank, das kann ich mit leben. Aber er zündet uns auch an. Okay, das. Wo kommen die her? Waren die vorhin auch schon da? Oder bin ich irgendwie verwirrt? Ich muss nur aufpassen, oh, nee, dass ich mich gleich nicht mit selbst anzünde, ne? Ich muss ja nochmal auf mich klicken. Ich dachte gerade, warum führt das nicht aus? So, dann würde ich sagen, bewegen wir uns schon mal in die Richtung zum Gegner, ne? Dürfen uns halt nur nicht anzünden. Kriege ich den da unten noch mit in den Bereich rein dann? Ja, ne? Guck mal. Trupp anspornen. Kriegt der erstmal drei. Und dann geht er da hoch und Verteidigungshaltung mit ablenken. Ich würde jetzt erstmal nur bis hier hingehen, glaube ich. Was konnte das denn? Raserei. Okay. Ich würde erstmal nur bis hier hingehen. Die müssten zwar eigentlich ihn, glaube ich, erst angreifen, aber ich bin da mal eben ein bisschen vorsichtig. Okay, machen wilde Sachen. Zwischen den beiden durchschießen ist, glaube ich, ein bisschen risky, oder? Wir versuchen es mal, in der Hoffnung, dass er da straight gerade durchkommt. Okay, den darf ich jetzt natürlich nicht da voll reinstellen. Machen wir mal so. Kommt da halt nirgendwo ran, aber er kriegt auf jeden Fall einen Punkt ab. Den stellen wir mal hier neben zum Schützen. Okay.
des Schreckens ist, aber er muss sich anscheinend nicht bewegen, das ist natürlich nicht so geil. Okay, zwei hat er noch, das war ein Witz, oder? Okay, wenn ich mich aus dem Kampf löse, kriege ich Damage, okay. Aber ich will nicht neben dem stehen bleiben, bin ich ganz ehrlich, ne? Sonst brenne ich gleich wieder. Der brennt noch. Theoretisch könnte ich noch versuchen, den anzuzünden, oder? Ja, ich hätte es andersrum machen müssen. Jetzt kriege ich wieder Damage. Okay, also ich muss meine Zugreihenfolge besser haben. Ich mache da noch zu viele Fehler. Ich mache da noch zu viele Fehler irgendwie. Okay. Crazy. Crazy Move hier. Dann wäre es ja als nächstes dran, der Wolf. Machen wir den mal eben platt. Das ist eigentlich, wenn ich neben zwei Verbündeten stehe, dass ich dann auch, sag ich mal, den Bonus von zwei Verbündeten kriege. Also sprich zwei Tapferkeitspunkte. Das müssten wir mal ausprobieren, wa? 7 und. Wir schwächen den nochmal. So, dann muss er hier muss aufhören anzuvisieren. Von hier aus wird er aber nicht treffen können, ne? Kann er von hier aus treffen? Okay, ich habe meinen Mann nicht in den Rücken geschossen. Glücklicherweise. Okay, der wird gleich auch fliehen, oder was? Und der macht mir direkt einen Damage, ne? Okay, es ist knapp. Es ist mehr als knapp. Schwein gehabt. Der wäre mir hier fast verbrannt, der Kollege. Wir können die nicht behandeln, ne? Das haben wir hier gekriegt. Roter Augapfel, okay. Weißes Leder. Geisterkadaver. Wolfsfleisch und Schweinefleisch, okay. Alles reparieren. Behandeln können wir die Leute nicht. Das heißt, das ist jetzt alles ein bisschen schwierig, was hier abgeht, ne? Aber das war jetzt nicht das. Müssen auch rasten. Im Wald zu rasten ist, glaube ich, nicht so clever, aber ist ja alles schwierig. Wieso steigen die Ponys eigentlich auf, wenn die nicht kämpfen? Tragfähigkeit. Verfassung. Und das Pony kriegt auch Tragfähigkeit und auch Verfassung. Sehr gut. Ja, wie kriegen wir unsere Leute geheilt? Na, wir haben, obwohl wir haben, haben wir noch Salz? Krass.
Ja, das Problem ist halt, dass wir irgendwie Medizin brauchen, ne, um unsere Leute zu heilen. Das ist gerade alles nicht so mega gut. Eisenerz und Leder bräuchten wir auch. Okay, geht das nicht, weil er verletzt ist? Was war hier für ein Bonus? Okay, das war auch nur die Tapferkeit, ne? Das ist halt gerade so ein bisschen die Problematik. Dass ich nicht weiß, wie ich die beiden heilen soll. Wobei die Gesundheit ist wieder voll, aber er hat Willenskraft um die Hälfte verringert, Stärke und Geschicklichkeit um 30% verringert. Und er hat keinen kritischen Treffer mehr und auch okay. Aber als was zählt das denn? Hier muss doch irgendwo irgendwas mit verletzt oder so sein, ne? Ich weiß es nicht. Dann setzen wir ihn hier dran, gucken, was er für einen Bonus kriegt. Und wir hauen hier erstmal wieder ordentlich Essen rein. Moment, wir könnten auch Wolfsfleisch dann nochmal leveln. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Rasten. Okay. Soweit alles gut. Zwei erhöht. Plus zwei dem Lagerfeuer. 15. Das läuft doch alles wie geschnitten Brot, sag ich mal. Aber wir müssten halt irgendwie schauen, dass wir diese leeren Fiolen, die wir haben, auch irgendwie wieder gefüllt kriegen. Ne? Ich weiß aber gar nicht, ich glaube, einen Kräutertypen haben wir nicht, ne? Wohl doch, er war Kräuter, ne? Alchemist, ja. Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal gucken, dass wir irgendwie hiernach wieder zum Dorf zurückkommen, beziehungsweise irgendwo noch ein Dorf finden. Gehen wir irgendwie hier. Auf welcher Seite kommen wir denn wohl da lang? Ja, hier scheint doch irgendwie ein fettes Gebirge zu sein, wo wir nicht hoch oder runter kommen. Beziehungsweise kommen wir dort hinten hoch. Da scheint irgendwie Wasser zu sein, nördlich der Stelle. Aber ich bin auch ganz ehrlich, will ich im Moment einen Fight? Wo kommt die nächste Stadt? Fragen über Fragen. Hier sieht es auf jeden Fall alles sehr danach aus, dass ich erstmal nicht weiterkomme. Was ist da? Sind da schon wieder die nächsten Geisterwölfe unterwegs oder was? Anscheinend, okay, also da will ich irgendwie nicht unbedingt nochmal hin. Ups, falsche Taste. Gucken wir mal, was hier unten noch kommt. Okay, da ist der Grenzübergang, da werden wir wohl nicht viel machen können. Kann ich eigentlich mit denen hier interagieren? Oh, kann ich. Na komm, wir geben dem mal Brot. Brot haben wir genug. Sind wir mal nett, ne? Okay, aber irgendwie kommen wir gerade nicht so weiter, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Ich würde jetzt nochmal hier in die Stadt gehen und gucken, ob wir irgendwie irgendwas an Medizin herstellen können. Vielleicht nochmal die Salzvorräte aufstocken.
Müssen wir weiter nach oben, ne? Ich lasse mich immer von diesen glitzernden Sachen ablenken. Nur da unten könnten wir auch noch mal angeln. Erstmal angeln hier. Angellehrling, jawohl. Keine Ahnung, warum ich immer wieder hier die Dings kriege, ne? Die Tutorials. Sehr gut, Veteran. Eine zufällige Komponente mit an Land. Okay, da bin ich immer gespannt. Ob wir da irgendwas Schickes mit rausziehen. Hä? Ist der mir jetzt abgehauen? Der war doch nur minimal im Roten. Okay. Gucken wir mal, hier waren doch gerade irgendwo noch Banditen im Busch. Wir sind zwar ein bisschen gehandicapt, aber sagen, also, wir haben die überrascht, oder? Was ist denn hier? Blitzschlag. Okay, dann bleibt mir nicht viel übrig, als die hier zu benutzen. Und dann gehen wir mal direkt einmal außen rum, schwächen den und hauen den zweimal auf die Mappe. Das ist ja sogar schon fast kaputt. Dann kannst du den hier einfach einmal finishen. Wer ist denn als nächstes dran? Der da, okay. Das heißt, das würde nicht viel bringen. Zwingt kämpfende Gegner im Bereich sich zurückzuziehen, sie erleiden außerdem einen Gelegenheitsangriff durch ihren Kontrahenten. Okay. Machen wir das mal so, mal gucken, was das bringt. Ja, das heißt jetzt theoretisch, wenn ich mit dem an den ran laufe. Dann müsste er gleich fliehen und theoretisch dann. Ne, okay. Ah, das wäre dann wahrscheinlich nur, wenn ich es jetzt geworfen hätte, oder? Ah, manche Sachen lerne ich noch, ne? Schade, hätte ruhig mal einen kritischen machen können. Haben wir noch irgendwelche freien Spieler? Nee, ne? Ende der Runde. Ach, es muss noch irgendwo, muss doch noch ein Freier sein. Wen haben wir denn noch nicht bewegt? Den haben wir noch nicht bewegt. Machen wir das nämlich so, ne? Nein, wir lassen keinen ziehen. Das, die Regel gilt halt immer noch. Und keiner darf entkommen. Drückt er uns gegen den Stein? Aber er rennt nicht weg, okay. Warum rennt er nicht weg? Wieso ist er schon wieder dran?
Crazy. Wo ist unser anderer Bogenschütze da? Sehr schön. Easy peasy. Alles plündern, alles reparieren. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, hier haben wir ja auch noch irgendwas, wo wir nicht wussten, wie wir hochkamen, ne? Man den mittlerweile schafft, er ist immer noch schwer, ne? Aber ich bin ja jetzt mit ein paar mehr Leuten unterwegs, sag ich mal. Ja, wir müssen erst einmal noch mal hoch, glaube ich. Oh, wir müssen rasten. Aha, okay. Haben wir aber leider nicht. Wir kriegen kein Leder, ne? Vielleicht müssen wir uns gleich drei Leder kaufen. Moment. Die Angelhaken. Immer noch fünf. Wir haben robusten verbraucht. Na, wir dürften aber, glaube ich, keinen. Doch, wir haben noch einen Salz, okay. Aber nichts Passendes, okay. Ja, dann haut euch mal hier den gebratenen Fisch rein. Okay, es bleibt alles soweit immer. Was hat er hier? Wenn das so weitergeht, werde ich nicht lange durchhalten. Meine Rippen tun weh und ich sehe immer noch alles verschwommen. Eingeschnappt. Zwei weniger Tapferkeitspunkte. Kommt euch vor Gram und weint. Gefahrenzulage. Um 30% erhöht. Scheiße. Ja, eingeschnappt will ich nicht. Dann würde ich, glaube ich, jetzt eher. Müssen wir das machen, ne? Das ist wenigstens nur temporär und nicht dauerhaft. Ah, es ist, glaube ich, es macht, glaube ich, schon echt Sinn, jetzt eben noch mal einmal zur Stadt zu gehen. Auch wenn halt irgendwie sich viel darum abspielt. Und wir irgendwie viel um die Stadt herum spielen, aber irgendwie. Dadurch sind grausam verstümmelt, nur ein Tier konnte so große Fleischbrocken abreißen. Ach, okay, das ist hier. Das ist die Stallung. Ach so, guckt mal. Heißt das dann, dass wir hier die Blutspuren verfolgen müssen? Okay, die gehen irgendwie darum. Wir gehen aber trotzdem einmal kurz in die Stadt. Und gucken mal eben kurz, ob wir hier in der Lage sind. Medizin. Jo, wir können fünf Medizin herstellen. Okay. Okay, für mehr Medizin brauchen wir Fiolen. Können wir Fiolen hier kaufen? Wir heilen die jetzt einfach mal alle für 40, okay.
Eine kleine Fiole aus Glas. Okay, wir könnten halt noch mehr herstellen, ne? Wir haben jetzt 5 Medizin. 39. Okay. Boah, das gibt aber echt viel Verdacht, ne? My concoctions can heal the most grievous injuries. Be sure to hold on to the vials after using them. Shit, die hätte besser sein können. Kann ich die wieder zurückkaufen? Aber für mehr, ne? Ich habe da niemals 50 für gekriegt. Shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Plus 3, ich glaube, das waren diese Standarddolche, die haben wir schon überall verteilt. Okay, verlassen. Dann soll er hier nochmal eben 5 weitere machen, das gefällt mir sehr gut. Ja, und dann wieder raus. So, was hatten wir denn schmiedtechnisch? Hatten wir doch. Schmiedtechnisch haben wir noch keinen, okay. Kann man denn bei ihm eigentlich kaufen? I can also repair your armor. Oh, and I'm looking to hire a Kohle skilled und das. blacksmith, if you happen to know one. Okay. Wo geht's bei dir hier wieder raus? Okay, da können wir noch nicht viel mit anfangen. Wir gehen nochmal kurz auf den Markt. Wir müssen halt unbedingt gucken, dass wir wieder Knete machen, ne? You touch it, you buy it. Brauchen auf jeden Fall wieder ein bisschen Salz. Ja, die hat auch immer noch nichts Neues, oder was? Echt lächerlich, ne? Gehen wir auf Risiko, was passiert? Kommt, no risk, no fun. Gesucht Stufe 1. Those refugees. I understand there's a war in Edoran, but that doesn't mean they can just help themselves. Mal eben kaufen oder nochmal alibimäßig ein bisschen Salz ein. Okay. Gut, dann verfolgen wir mal hier weiter die Spur und gucken mal, wo die hinführt. Nein, ich habe keinen Bock auf euch. Lasst mich in Ruhe. Glück gehabt. So, genau, die haben alle diesen Verletzstatus ja wieder weg, ne? Genau, perfekt. Puh. Die kamen aber auch jetzt einfach aus dem Wald, ne? Hinterhalt. Drei Wölfe, okay. Gucken, ob wir da auch Leder kriegen. Leder wäre halt echt praktisch, ne? Hätte ich gerade kaufen sollen, nicht Vollidiot. Okay, die würden im Schlamm stehen. Wer von euch ist denn als erstes dran? Du. Und da ist auch Schlamm, okay. Der und der, okay. So, die würden sich alle in die Richtung bewegen, ne? Er ist das hier, okay. Er steht halt zwar jetzt im Schlamm, aber...
Können wir den jetzt mal hier vorbewegen. Er war als erstes dran. Und dann machen wir das nämlich so, ne? Dann kriegt er nämlich auch wieder einen Punkt wieder. Müsste der Platz sein, sehr gut. Oh, dann ist er dran. Ja, wir hätten die hier hinten vielleicht auch nochmal aus dem Matsch rausziehen sollen, ne? Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Perfekt, weil der ist auch sogar noch als nächstes dran. Das heißt also, wenn er hier reinläuft, sollte er, denke ich, auch direkt tot sein. Sehr gut, ruhmreich. Wir lassen keinen fliehen. Der da unten ist als nächstes dran. Dann läuft er da oben hin und macht den schon mal kaputt. Ich habe wieder vergessen, ich hätte theoretisch hier das Ansporn nutzen können, damit er ein paar Punkte kriegt, ne? Guck mal, brauchen wir alles gar nicht. Kriegt der den wohl auf Schlag getötet? Hm, nicht ganz. Kriegen wir halt doch ein bisschen Rüstungsschaden, aber was soll's. Na, wir hätten nur die Axt werfen können, ne? Ja, cool, haben wir die Mission auch wieder. Also, es ist irgendwie so gefühlt, dass man in die Mission reinstolpert. Oder ich weiß halt nicht, ob ich mich im Moment ein bisschen komisch anstelle, ne? Aha. Zurückwerfender Schuss wäre halt auch geil, ne? Oder wir gehen mit ihm auch aufs Sperrfeuer, dann haben wir doppeltes Sperrfeuer. Das ist eigentlich, glaube ich, defensiv technisch echt ganz gut, ne? Und guck mal, Bewegung, ja. Bewegung braucht der gute Mann. Und bei ihm hier. Verteidigungshaltung, nein. Ja. Jedes Mal, wenn diese Einheit kämpft, oder jedes Mal, wenn er angreift, mehrere Gegner. Aber jedes Mal, wenn er kämpft, heißt doch. Ist doch eigentlich garantierter als das, oder? So. Alles reparieren. Weiter. Okay, das ist jetzt kein Hinterhalt. Warum ist das kein Hinterhalt? Ich habe nämlich nicht gesehen, in welche Richtung die gucken. Aber diesmal müssen wir erst alle umstellen, ne? Wer ist als erstes dran? Der, dann der. Wo ist unser anderer Fackelträger? Wieso hat der keine Fackel mehr? Ist die Fackel kaputt gegangen? Moment, warte mal. Wir haben da oben der. Und der ist dran. Okay, die werden sich ja, denke ich mal, beide irgendwie bewegen, oder? Macht es dann Sinn? Macht keinen Sinn, weil die alle nichts haben, ne? Ah. Okay, Trupp anspornen bringt mir nichts.
Hätte ich die anderen trotzdem alle ein bisschen anders stellen sollen. Guter Schuss, guter Schuss. Ja, genau, das ist ja, die machen zum Glück im Nahkampf echt überhaupt keinen Schaden, ne? Genau, der ist als nächstes dran. So. Er kommt halt nicht komplett rangelaufen, ne? Das ist ärgerlich. Ärgerlich, aber was willst du machen, ne? Manchmal ist das so. Ja, ihr da unten seid auch wild, ne? Kann dich auch vergiften, ist kein Thema, kriege ich hin. Okay, und Single ist natürlich nicht so geil, aber. Kann ich auch auf keinen werfen, ne? Aber ich kann den hier angreifen, das ist ja geil. Machen wir direkt platt, ne? Raserei geht nur neben mich, da komme ich auch an keinen ran. Beenden wir die Runde. Okay, wir sind zweimal dran. Die beiden sind aber nicht im Kampf verwickelt, ne? Treffen wir meinen nicht mit, oder? Ne. Lassen wir den da hinlaufen. Wer da unten ist als nächstes dran, da können wir halt gerade wenig machen, ne? Nein, wir lassen immer noch keinen fliehen. So, den einmal erledigt. Kriegen zwar alle noch ein bisschen Gift-Damage, aber ja, viel zu machen, ne? Sehr schön. Plündern, alles reparieren. Perfekt. Okay, dann müssen wir jetzt wieder da oben hin, ne? Aber wir sind bei 45 Minuten. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und Kommentare sind auch gern gesehen. Wenn ihr noch nicht habt, ein Abo ist auch ganz geil, ne? Einfachste Form. Einfach mal draufklicken. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.